Okay? Geht los. Alter Schwede. So schnell. Das drückt dich richtig weg. Das ist geil. Das Auto macht echt Spaß. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin jetzt hier in Münster, bin auf dem Weg zu Manuel Post. Der hat mich hierher bestellt. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer und sucht einen Sportwagen. Moin. Hallo. Grüß dich. Hi. Alles gut? Gut. Komm rein. Darf ich reinkommen? Und selbst? Dankeschön. Bitte schön. Komm rein. Bei mir ist alles gut. Vielen Dank. Bitte schön. Danke dir. Mensch, du hast aber schön hier. So, Manuel. Bitte. Warum bin ich hier? Warum bist du da? Ja. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug, welches ich auf der Rennstrecke bewegen kann. Okay. Aber es wäre schön, wenn man das Fahrzeug auch auf dem Weg zur Rennstrecke bewegen könnte. Also ein Rennwagen mit Straßenzulassung, ganz wichtig. Bist du ganz frisch dabei oder bist du schon lange dabei? Ich bin schon Rennstrecke gefahren, speziell viel mit Motorrädern. Okay. Möchte das jetzt aber auch wieder vermehrt mehr mit Fahrzeugen machen, also mit Autos machen. Mhm. Ich kann dir schon mal zeigen, was ich in der Vergangenheit gefahren habe. Ach, hast du schon? Ja, genau. Ach so, okay. Aber alles Fahrzeuge nicht für die Rennstrecke. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Audi R6. Okay. Funktioniert auch nicht so gut auf der Rennstrecke. Ja. Einen E92 BMW. Cool. M3 G-Power. Dann ein C63 AMG. Aktuell noch. Eher die Familienkutsche. Okay. Und auch nicht so ideal für die Rennstrecke geeignet. Yeah. Und deswegen jetzt noch mal eine Schippe draufzulegen. Okay. Ein Fahrzeug zu finden. Wo man nicht mehr viel verändern muss, also was die ganzen Komponenten für die Rennstrecke schon mitbringt. Die ganze Performance eigentlich. Ich habe verschiedenste Unternehmen. Das ist ein industrielles Handwerksunternehmen. Dann haben wir einen Handwerksbetrieb, das ist eine Zimmerer-Dachdeckerei. Und als weiteres Standbein haben wir eine Medizintechnik. Ja, der Alltag ist definitiv ausgereizt von der Zeit her. Und deswegen will man sich halt auch so einen Traum erfüllen, um den Tank auch mal wieder zu befüllen. Und das ist halt im Motorsport, finde ich da so den Gegenpol, wo man seinen Tank einfach wieder mit auffüllen kann. Hast du eine Lieblingsmarke? Was ist das? Das war schon immer mein Traum. Ob das jetzt ein deutsches Fahrzeug ist, ob das ein Italiener ist, da bin ich offen. Ich mache das von der Performance abhängig. Okay. Ich schmeiß mal jetzt was so im Raum. Ja. McLaren? Ja. Was Performance betrifft, Rennstrecke betrifft, einwandfrei. Ja. Ferrari natürlich. Auch. Die großen kommen nicht hinterher. Lamborghini. Ja. Und ich schaue mir mal eventuell auch mal einen Porsche an. Genau. Nennen wir mal deine drei Lieblingsfarben. Weiß, schwarz und es kann auch extravagant sein, was zum Fahrzeug passt. Ob das wirklich eine quietschige Farbe ist, habe ich keinen Stress mit. Es muss einfach passen. Das ist natürlich mega cool. Ich schreibe schwarz, weiß, bunt. Bunt. Kann auch bunt sein, absolut. Okay. So, PS? Also 450 bis 500 sollten es mindestens sein. Also ab 450 schreibe ich auf. Okay. Rennstreckentauglich soll es sein, Straßenzulassung soll es haben. Ist schon hart. Ist eine Herausforderung, ne? Kommt natürlich auf dein Budget an. Wie hoch ist das? Habe ich mir auch lange Gedanken zu gemacht. 150.000. Wenn es knapp werden sollte, dann vielleicht auch 10 noch mal mehr, dass man so bei 160 landet. Also schreibe ich hier ganz klar Max. Ja, Max. Punkt. Ja. 160. Okay. Ich mache mich auf die Suche. Ja, ich freue mich. Ich melde mich bei dir. Super, alles klar. Ich fahre los. Ja, ich bringe dich raus. Und dann sehen wir uns. Alles klar. Danke. Super. Es ist für den einen oder anderen, hört sich das an, mein Gott, für das Geld muss er sofort ein Auto finden. Aber in der Preisklasse, dass das Auto auch noch sauber ist, es ist verdammt schwierig. Es ist kein Auto, was du über dein Netzwerk findest, weil es ist kein Sammlerstück, es ist kein wertsteigerndes Auto, gar nichts. Es ist vom Budget her so niedrig angesetzt, auch wenn sich das echt krank anhört, dass du hier nur über den Markt gehen kannst. Und das Problem dabei ist, dass die Autos in der Preisklasse mit der Laufleistung, irgendwas ist unstimmig, Dubai-Import, US-Import, dass du da teilweise gar nicht rankommst, weil die Händler sich schützen und sagen, nee, das Auto ist nur für den Export gedacht. Und da musst du den richtigen finden jetzt. Und das ist Arbeit. Das ist anrufen, 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 anrufen. Du, ich ruf dich an wegen deinem Ferrari 488 GTB. Moin, grüß dich. Danke für den Rückruf. So, sag mal, ich rufe an wegen deinem Porsche. Du, sag mal, was ist denn mit dem Huracan, den du da inseriert hast? Ist ja noch zu haben. Okay, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank für Ihren Rückruf. Tschüss, tschüss.
ich bin jetzt auf dem Weg nach Hannover-Schmünden und schaue mir einen 488 GTB an. Das Auto soll sehr sauber sein für 176.900 Euro. 16.900 Euro über mein Budget. Und das wird spannend. Moin. Na, grüß dich. Alles fit? Klar. Wie geht's dir? Ey, du bist wieder aufgestellt, das ist unglaublich, ne? Nee, geht voran. Hast aber auch wieder schräge Farben hier stehen. Ja, das stimmt. Bentayga in Apple Green. Ja, das stimmt. Ist was Seltenes, ne? Mit Carbonpaket. Aber ich bin wegen deinem Ferrari 488 GTB da. Den weißen, den du so schön wieder dort aufgestellt hast. Auto hat 7000 Kilometer. Okay. Ist besser als neues Auto, ist unvorstellbar. Ist Wahnsinn, ne? Ja, wirklich. Da fährst das Auto 7000 Kilometer und dann ist es besser als neu. Ja, das ist richtig gut. Ja, selbstverständlich. Das gibt's nur bei dir. Der Ferrari 488 GTB. GTB steht für Gran Turismo Berlinetta. Gran Turismo wegen einem V8 Mittelmotor, hat aber wenig mit Gran Turismo zu tun. Der fährt über 330 km/h, hat 670 PS und Biturbo. Das Auto ist der absolute Knaller. Neupreis bei dem Auto ca. 235.000 Euro und jetzt soll er kosten 176.900 Euro. Nach 7000 Kilometer ist das Auto besser als neu. Ja, siehst du mal. Beim Türaufmachen haben sie hier auch ein paar Dellen mitgenommen. Das hast du schon mal registriert, ne? Ja, ja. Aber das ist halt bestimmt eine enge Garage gewesen. Jetzt hätte von dir kommen können, dafür ist das ein Garagenfahrzeug. Weil wenn man beim Türaufmachen, ne, ist er immer da dran geknallt. Wahrscheinlich. Ne? Deswegen. Aber Bianco Arbus, weiß in dem Sinne. Richtig. Ist er in den letzten Jahren total gekommen. Absolut, die Farbe ist absolut innen. Aber es ist ein deutsches Auto, also Deutschland ausgeliefert? 100%. Okay. Kannst du einmal so auf meine Höhe kommen, das ist gut. Siehst du hier was? Minimal gesprenkelt, ne? Mhm. Also siehst du hier was? Auch, ja, ja, klar. Ja gut, ein bisschen Steinschlag muss er haben, flaches Auto. Das Auto ist jetzt ein paar Jahre alt. Richtig. Hat 7000 Kilometer. Ja. Er ist vorne sehr, sehr gefährdet, aber trotzdem ist es schon gewaltig. Für okay. 7000 Kilometer. Der hat entweder nicht viel Abstand gehalten. Wahrscheinlich nicht, ja. Okay. Aber oder, ist auch nicht extrem. Oder der hat halt doch ein, zwei Runden auf der Rennstrecke verbracht. Kann ich mir das Auto gleich nach der Probefahrt, wenn ich ihn probefahren darf, auf der Hebebühne anschauen? Selbstverständlich, kein Problem. Das ist mega gut. Kein Thema. Das ist ja auch ein deutsches Auto, ne? Absolut. Ein deutscher, der... Deutsches Fahrzeug, aber halt die Ausstattung ist nicht sehr... Deutsch. Opulent, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Die Deutsch, also die, wenn ich mir diese Ausstattung anschaue, kommt mir alles im Kopf, aber nicht Deutschland. Das Auto ist zu 100% für den asiatischen Markt bestellt worden. Zu 100%. Weil außen weiß, innen rot. Deswegen auch die Ausstattung, die sehr rar gehalten worden ist, weil in Asien fährst du kaum auf der Strecke. Deswegen haben die Autos auch dort unheimlich wenig Kilometer. Innen ist er sehr nackt. Der hat kein Beifahrerdisplay. Der hat kein LED-Lenkrad. Richtig. Der hat null Carbon innen. Null. Bis auf die Racing Seats. Aber das ist ja Serie, ne? Genau. Das sieht sehr cool aus. Ja, null Carbon. Der hat noch nicht mal ein Alcantara-Dach. Nein, beledert. Nee, auch nicht beledert. Guck mal, ist das Leder? Nee, das hast recht, das ist Stoff. Hast recht. Genau. Hast recht. Von außen haben wir hier nur, in Anführungsstrichen, nur die Scuderia-Embleme bisher. Liftsystem habe ich gesehen. Ja, das muss er aber haben. Lift muss. Der hat noch nicht mal hier Carbon. Mann! Darf ich mich reinsetzen? Bitte. Danke. So. Das ist natürlich geil. Da setzt du dich in so einen Ferrari rein. Da ist natürlich sofort pure Emotion. Vor allen Dingen, wenn du dein Lenkrad auch noch wieder manuell einstellen musst. Der hat noch nicht mal elektrisch. Also was war los mit ihm? Das weiß ich nicht. Ich hab's nicht bestellt. Hier musst du die Autos dir vorher anschauen. Du musst den Zustand dir anschauen. Die Historie musst du dir anschauen. Und dann kannst du auch auf die Ausstattung gehen. Und wenn das Auto perfekt ausgestattet ist, aber dafür 80.000 Kilometer hat und schon Ölverlust hat oder Sonstiges hat, dann brauchst du es nicht zu kaufen. Oder wenn die Keramikbremsen kurz vor Ende sind, weil dann kommen Kosten auf einen zu. Die Keramikbremsen liegen bei 12.000 Euro. Ölverlust, wenn er aus dem Garantie ist und so weiter, bist du locker bei 5.000 bis 8.000 Euro. Da bist du schon mal zack bei 20.000 Euro on top. Dann schau dir lieber ein Auto an, der eine perfekte Historie hat, der wenig Kilometer hat und dann mit der Ausstattung
musst du Kompromisse treffen. Ja, ich sage, das Zugpferd ist, du musst einfach den Markt dir anschauen. Mhm. Hast ein Fahrzeug, was noch unter Garantie ist, was noch das, okay, das Servicepaket hat, ist klar. Mhm. Und hast halt unter 10.000 Kilometer Ersthand deutsches Fahrzeug. Mhm. Komm, lass eine Runde fahren. Okay, komm. Okay. Machen wir mal einen Test. Der ist an der Bushaltestelle. Wir halten an. Wir haben ja einen Turbomotor. Nee, bleib sitzen. Für einen Turbomotor. Macht Alarm. Und original vom Werk. Ja. Das ist es, ne? Ach ja, das ist gut, dass du es gerade in die Preisverhandlung mit eingeworfen hast. Originalzustand. Ach geil. Das hast du ja ganz vergessen. Hier ist nicht eine Feder verändert. Hier ist alles original. Auch die Türkratzer? Die sind vielleicht nachgearbeitet, aber sonst ist alles hier original. Das heißt, das ist keine Bastelbude, hier ist nichts gemacht. Okay. Sammlerzustand. Richtig. Genau. Guck mal, jetzt machen wir mal hier, haben wir eine schöne Strecke, wo wir mal ein bisschen die Kurvenlänge und die 670 PS spüren können. Das ist aber auch eine mega geile Strecke. Du merkst aber richtig, du musst immer auf dein Heck aufpassen. Ja, ja. Wir haben die Reifentemperatur noch nicht erreicht. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir auf einmal nicht hinten wegkommen. Richtig. Denn sonst haben wir ein Problem. Dann ist auch kein Sammlerauto mehr. Dann hast du die 670 PS auch nicht mehr unter Kontrolle, wenn dein Heck ausbricht. Das ist einfach so. Aber der fährt mega. Das ist geil. Das Auto macht echt Spaß. Das ist echt Wahnsinn. Also der 488 ist schon ein schnelles Auto, ne? Jetzt schauen wir uns das Auto mal von unten an. Okay. Ich fahre schon mal das Auto hoch. Jetzt gehen wir mal runter. Ich kann jetzt schon sagen, das Auto war niemals auf der Rennstrecke. Wie ich es dir gesagt habe. Hier vorne hat er aufgesetzt, der Klassiker. Guck mal hier. Ja. Das heißt, die Frontschürze müsste auch hier einmal lackiert werden. So, Tassilo, es ist echt ein schönes Auto. Ja. Keine Rennstrecke spricht für das Auto. Du hast das Auto inseriert für 176,9, richtig? Richtig. Es ist immer noch zu viel. Du bist deutlich über mein Budget. Deutlich über mein Budget. Okay. Kommt mir so entgegen, dass ich sage, das Auto ist voll im Rennen. Okay, weil du es bist. 167. Ich habe nichts auszusetzen, bis auf Türkanten, Frontschürze unten, Steinschläge auf der Frontschürze. Das Auto ist relativ nackt. Mach mir ein Angebot. Ich gebe dir 152. Da kommen wir nicht hin. 152? Da kommen wir nicht hin. 160 glatt. 152. Das Auto ist voll im Rennen. 152. Was schaffst du noch? 160 glatt für dich. Nein, komm. Ist die ganze Marge schon weg. Ja, aber ich hab kein Budget. 152. Ansonsten muss ich passen. 159, komm. Nein, 153 glatt. Und das Auto kommt im Pott und Manuel kann sich entscheiden. 155. Oh. Hör auf jetzt, komm. Ey. Auto ist neu. 153 max. Okay, komm. 153, das Auto ist im Rennen. Alles klar. Alles klar, super. Von 176.900 Euro auf 153.000 Euro runter. Das sind sage und schreibe 23.900 Euro. Dafür kriegt man unheimlich viel. Dafür kriegst du zwei Dacias, dafür kriegst du einen Golf-Neuwagen. Preislich ist er jetzt unschlagbar, aber trotzdem möchte ich noch ein Auto suchen, was ein bisschen unempfindlicher ist, ein bisschen agiler ist. Ja, wir schauen uns jetzt einen Lamborghini Huracan LP 610 an. Das Auto ist bekannt dafür, dass er eigentlich gar keine Probleme macht. Es ist ein Allrad, es ist eine Technik, die sich in allen Lagen bewiesen hat. Mit 170.000 Euro ist er noch über meinem Budget. Das wird spannend. Hi, Hamid. Marc, ich bin da wegen deinem Lamborghini Huracan in Gelb. Wie sie es gehört für ein Lambo, ne? Wie geht's dir? Gut. Alles gut? Wunderbar, ich hoffe, schön, dir auch. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso, danke.
Wir stehen jetzt hier vor einem Lamborghini Huracan LP 610, 610 PS, 325 Stundenkilometer maximal. Das Auto hat neu gekostet vor 5 Jahren ca. 260.000 Euro. 5 Jahre später, 26.000 Kilometer weiter, möchte Marc ca. 169.000 Euro für das Auto haben. Das Auto ist aus erster Hand, es ist ein deutsches Fahrzeug und es ist lückenlos Service gepflegt. Aktueller Service ist noch fällig und da muss ich mit Marc nochmal fahren. Erzähl mir mal was über das Auto. Wir haben ihn von einem sehr guten Kunden bekommen. Der hat sich bei uns ein klassisches Auto ausgesucht. Okay. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir natürlich die Zahlung. Und vom Zustand her und von der Halterzahl, eben halt einen, habe ich gesagt, passt perfekt, super. Wir mussten eigentlich kaum was machen, außer einmal ein bisschen schön aufzubereiten mit Politur. So, ein paar Steinschläge haben wir auf, haben wir auf der Windschutzscheibe. Gut, er hat 610 PS. Irgendeiner wird ihn mal freigelassen haben. Ist auch richtig so. Besser als gar nicht freigelassen zu sein. Das ist korrekt. Das ist einfach so. Was mich nur so stutzig macht, ist, wir haben hier auch auf dem Scheinwerfer klitzekleine Steinschläge, aber drumherum ist alles perfekt. Ja. Und das Auto ist nicht foliert. Oder war der foliert? Der war foliert. Ach, der war foliert? Der war foliert. Wir haben es runtergemacht, weil die Folie schon etwas gelitten hatte. Okay. Aber so siehst du immer den ungefilterten Zustand des Autos. Genau. Das Einzige, was sagt, kann ich dir sagen, sind nur diese zwei Ecken hier vorne. Diese hier und gegenüberliegend hat er mal minimal, das fühlst du auch, bei einem Versatz vor seiner Tiefgarage aufgesetzt. Aber an sich ist er sonst, das siehst du auch, wir können ihn doch gerne auf die Bühne nehmen, absolut kratzerfrei. Obwohl er ein Liftsystem hat. Obwohl er ein Liftsystem hat. Aber du weißt, wie es ist. Du sitzt im Auto, es muss schnell, schnell, schnell gehen und am Ende passiert. Und jetzt? Machen wir dir. Also ich muss sagen, das Auto macht einen guten Eindruck. Die Felgen haben auch nichts, aber die wurden definitiv mal lackiert. Das siehst du hier. Siehst du das? Das ist ein bisschen matt. Und Bremsstaub kann es ja nicht sein, weil wir Keramikbremsen haben. Aber auch wenn es lackiert ist, ist ja nicht schlimm. Das sind ja keine Magnesiumräder. Die Reifen müssten nur neu. Kalenderwoche 31 von 2014. 6 Jahre für ein Auto, was in Höchstgeschwindigkeit 325 erreichen kann. Um die Sicherheitsmerkmale musst du dir keine Gedanken machen. Nee, aber nur, dass wir darüber gesprochen haben. Ich weiß es, aber nur, wenn ich, wenn ich dir das nicht sage. Ist klar, heißt das, Hamid, hast du mir nicht gesagt. Aber das Auto gefällt mir. Das ist ein schönes Auto. Das ist schon mal gut. Oder? Ja. Die Sitzfläche habe ich noch vergessen zu sagen. Die ist ein bisschen. Natürlich. Na, wie konntest du es vergessen? Das ist, aber ansonsten, du sitzt hier natürlich echt. Das ist schon geil. Ja, das ist Motorsport. Ich selber komme ja aus dem Motorsport, wie du weißt. Und mir kommt das natürlich entgegen, dass die Paddel stehen, dass du immer weißt, rechts rausschalten, links runterschalten. Ja. Die Sitzposition ist super, du sitzt schön tief. Ja. Wenn du jetzt nicht 2,10 Meter bist natürlich. Ja, genau. Und hast natürlich eine perfekte Abstimmung für das Auto. Also Mensch, Maschine ist hier top. Und hier haben sie noch mal was von Ferrari nachgemacht, und zwar die Knöpfe. Du hast hier keine Hebel mehr, hast alles nur noch im Lenkrad. Genau. Können wir eine Runde fahren? Sehr gerne, wenn du willst. Super. Perfekt. Gehen wir jetzt in Sportmodus. Da hörst du es sofort. Der dreht jetzt schon durch und wir sind nur im Sportmodus. Ja. Und wenn wir jetzt Gas geben. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist schon geil. Und dieses Nachblubbern finde ich mega. Ne? Das ist Emotion. Damit kriegst du eigentlich jeden Sportwagen fahren. Genau. Und das, finde ich, macht Lamborghini halt sehr gut durch die Geräuschkulisse. Das Fahrempfinden, was du als Fahrer hast, du merkst, du fährst einen Sportwagen. Absolut. Das Auto ist auf der Autobahn unschlagbar. Ja. Landstraße unschlagbar. Ja, ja. Der zeigt dir die Emotion, den spürst du. Du hast was für einen, sag ich mal, sportlichen Fahrer, der auch mal den Track besuchen möchte. Ja. Der hat an diesem Auto ein dankbares, sportliches, schnelles Auto. 3,2 Sekunden von 0 auf 100, ist schon cool. Ja. Testen wir mal gleich. Machen wir. Machen wir. Mal gucken, ob du so schnell zählen kannst. Okay, geht los. Alter Schwede. So schnell. Das drückt dich richtig weg. Das ist Wahnsinn, oder? Unvorstellbar. Ich habe schon fast zu spät geguckt aufs Tacho, um zu sehen, sind wir schon beim dreistelligen Bereich. Das ist Wahnsinn. Hier die ganzen Menüs, alles sehr einfach zu bedienen, alles super.
alles überschaubar. Das stimmt, das brauchst du nicht erst ein stundenlanges Studium dafür, sondern genau. Das ist vieles intuitiv. Dann die Anzeigen hier sehr klassisch gehalten, das finde ich auch sehr cool. Alcantara-Himmel, alles super. Also das finde ich auch sehr edel, ne? Das finde ich unheimlich edel, auch so dunkel gehalten, aber nicht ganz schwarz und grau. Es ist schon ein spezielles Auto, es ist eine Luxusmarke, trotzdem steckt ein Konzern hinter, Audi. Und das merkt man auch an den Produktionszahlen. Es wurden 14.000 Stück produziert. Das ist enorm viel, weil das Auto sehr beliebt ist auf dem Markt, definitiv. Kaum Wertverlust hat innerhalb von 5 Jahren. Circa 100.000 Euro, das sind 20.000 Euro pro Jahr, ist für ein Auto in der Preisklasse absolut okay. Aber der Preis, der passt hinten und vorne nicht. Ich bin weit über meinem Budget. Die Schäden haben wir aufgezählt, vorne ja. Die beiden kleinen Kratzer. Die Kratzer an der Stoßstange unten. An der Stoßstange unten. Aufbereiten tust du mir das Auto. Natürlich. Neue Räder krieg ich. Mhm. Service machst du neu. Kriegst du. Was willst du für das Auto? Das Auto ist top, also ja. Es gibt wenig zu bemängeln, bis fast gar nichts. Mhm. Ich will es jetzt an 1.000 Euro nicht scheitern lassen, also 169 glatt würde ich machen mit den von mir zugesicherten Leistungen für das Auto. Wie viel jetzt nochmal? Was? 169 glatt. Wahnsinn. Du kommst 900 Euro entgegen. Das sind 1.000 Euro. Ich komme jetzt direkt. Mhm. Ich möchte dir auch nicht wehtun. Mhm. Ich kann nur das sagen, was ich bieten kann. Mhm. 154. Ja, das ist zu hart. 154. Mit den besprochenen Sachen 167. 155. Und ich bin bereit, ein gelbes Auto zu kaufen und innen auch ein gelb-schwarzes Auto zu kaufen. Für 155.000 Euro. Ich komme dir entgegen, aber ich kann dir das nicht in dem Maße... 155, wie viel gibst du mir das? Ich würde es schnell machen, ich würde sagen, für 166, dann kannst du ihn so mitnehmen mit den besprochenen Sachen. Ich komme dir noch 1.000 entgegen, 156. Ja oder nein? 165. 155, also nein? 165. Dann kommen wir leider nicht ins Geschäft, das tut mir leid. Weil das tut mir auch leid. Das passt dann nicht rein. Das Auto steht sehr, sehr gut da. Das Auto hat nichts, gar nichts. Und der Huracan ist ja dafür bekannt, dass er auch keine Probleme macht. Das Auto passt auch super zu Manuel, aber wir sind deutlich über unser Budget. Da muss ich passen und für Manuel weitersuchen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Bochum zu Frank Fiegenschuh. Es geht meistens um Porsche bei ihm. Und er hat einen schönen GT3 RS 991.1 mit nur 12.500 Kilometer in außen weiß und innen sehr individuell. So hat er es mir am Telefon beschrieben. Frankie, Hamid. Grüß dich. Alles fit? Alles gut. Und selber? Sag mal, was hast du hier wieder für spezielle Autos? Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin da wegen deinem GT3 RS. Ja. Den hast du wieder so schön hier hingestellt. Hier stehen wir jetzt vor einem 991 GT3 RS aus erster Hand mit 12.000 Kilometer. Neupreis lag bei 185.000 Euro durch die Keramikbremsen und durch die Individualisierung, die das Auto hatte. Und jetzt stehe ich hier, ich habe ein Budget von 160.000 Euro und muss mit Frankie sprechen. Das Auto soll 165.000 Euro kosten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Erzähl mir mal was. Das ist ja dein Gebiet. Ja, 991 GT3 S der ersten Generation. Mhm. Heißt 500 PS, 4 Liter Boxer. Motor, 6-Zylinder. Mhm. Was besonders ist an dem Auto hier, der Überrollbügel ist in weiß, in Wagenfarbe lackiert quasi. Vom hier, Werk aus? Ja, genau. Und hier die Sitzbezüge, die sind auch über Porsche Exclusive. Mhm. Die konntest du auch damals so nicht richtig bestellen. Die Steinschläge auf der Windschutzscheibe sind ja normal, ist unvermeidlich. Ne? Aber das ist schon hier, DIN A4, könnte demnächst eine neue Windschutzscheibe auf einen zukommen. Oder, Frankie? Nein, komm mal bitte her. Du bist jetzt schon in der Preisverhandlung, das gibt's doch gar nicht. Nein, ich bin nicht in der Preisverhandlung, es sind ja Fakten. Guck mal, hier, 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 hier. Es kommt irgendwann auf einen zu, in den nächsten 8 Monaten. 8 Monate? 8 Monate, genau 8 Monate. 8 Monate, okay. Genau 8 Monate, weil das hier ist schon, das ist schon heftig. Ja, ja. Gut, letzten Endes ist es kein Neuwagen, ne? Nein, definitiv nicht. Dafür steht der super da. Was ich enorm komisch finde, wie kann es sein, dass die Frontscheinwerfer, guck mal, das ist schon extrem. Und hier ist nichts. Ja, also ich zeig dir mal extreme Scheinwerfer. Das ist schon okay. Ja, das ist wirklich okay. Ich weiß, aber ich gebe dir recht. Aber wie kann es sein, dass hier alles perfekt ist und dass wir hier
jetzt mal gefühlt 15 Steinschläge haben. 12. Erzähl mir nicht. Ja, komm. Komm, hier ist, guck mal, das ist eine Fliege hier zum Beispiel. Komm, die kriegen wir auch weg. Also sind wir schon mal bei 11, ne? Ja, gut, okay. Komm, wir reinigen uns. Ja, das liegt, aber hier haben wir einfach an dem Material. Ja, genau, das glaube ich. Das ist der Punkt. Das glaube ich auch. Ansonsten, ja, Bremsen, Keramikbremsen kannst du ja nicht optisch prüfen. Gar nichts, geht ja nicht. Genau. Du kannst nur sehen, wenn die mega matt sind, dann ist es immer so eine Andeutung, dass viel Rennstrecke war. Richtig. Und dass die Scheiben durch sind. Ja. Wenn du die professionell prüfen willst, müssen die gewogen werden und geröntgt werden. Genau, richtig. Ne? Das ist einfach so. Für einen Sportwagen, Leichtbauversion, immer noch mega viel Kofferraum, finde ich. Ist ja eine Carbonhaube. Richtig, ne? Genau. Hier. Ja. Was könnte da passiert sein? Was denkst du? Also ein Steinschlag ist es nicht. Nein, es ist kein Steinschlag. Es ist irgendwo rangekommen. Weißt du, was das sein kann? Was dann? Vom Ladegerät. Wenn ein Ladegerät hier irgendwie lag. Aber wo auch immer. Du musst das abmachen? Genau. Damit, willst du das mal sehen? Ja, genau. So, und hier ist da ist die Batterie drin. Genau. So, jetzt gehen wir mal das Ganze nach, ja? Ich habe ein Batterieladegerät. Mhm. Mach einmal Plus. Mhm. Minus. Richtig. Kabel raus, hier hin. Stimmt. Dann mache ich zu. So. Damit ich hier noch abschließen kann, muss er ja komplett zu sein. Genau. Und dann raus. Ja, das könnte an Kabel liegen. Was so ein Kabel jetzt verursachen kann, jetzt hast 600 du ihn doch Euro. Gefunden. 600 Euro? Ja, 600 Euro, wenn du die Haube lackierst. In Hamburg. Die Reifenwechsel 3.500 Euro kosten. Nein, aber ein Smart Repair. 300 Euro zahlst du auch hier in Bochum. Das muss doch vernünftig gemacht werden. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Kriegst du es alleine hin, oder? Ich hoffe. Super. Ja, und dann machen wir das zu. Innenausstattung, darf ich mich reinsetzen? Selbstverständlich. Super. Liftsystem. Richtig. Ganz, extrem ganz wichtig. Sehr wichtig. Ganz wichtig. Genau. Ich sag mal, viele Leute parken ja ihre Fahrzeuge so in Tiefgaragen und so weiter. Dann ist dieses Liftsystem natürlich echt hilfreich. Das finde ich halt geil. Du setzt dich rein, das Auto ist akkurat, das Auto halt typisch Porsche, alles super. Hier Punktgurte? Sind dabei. Okay. Sind dabei, sind jetzt nicht montiert, weil das Auto wurde noch nicht auf der Rennstrecke bewegt. Du hast das Auto jetzt inseriert für? 165.000. 165.000 Euro. Wir kommen jetzt mal zum Punkt. Windschutzscheibe vorne ist demnächst fällig. In 8 Monaten, ja. Ich will das Auto echt nicht schlecht reden. Das Auto steht perfekt hier. Perfekt. Ansonsten habe ich nichts gefunden. Darf ich eine Runde fahren? Klar. Okay. So ist er ja jetzt leise, aber der ist sehr hart. Das merkst du so mal beim Rausfahren, ne? Ja. Das ist schon krass. Ja, es ist ja auch schon aufgrund des niedrigen Querschnitts der Reifen. Ja. Du hast ja schon null Federungskomfort durch die Reifen allein. Und natürlich durch die Leichtbauversion hörst du alles, was auf der Straße liegt, ne? Richtig. So, wir haben noch keine Temperaturen erreicht, deswegen müssen wir ein bisschen locker noch fahren. Jetzt sind wir im 7. Gang, jetzt haben wir eine Temperatur, so weit es geht, erreicht. Ich gehe mal runter im 5. Gang, wir geben mal Gas, die 500 PS. Jetzt macht er richtig Musik hin. Ja. Das ist schon geil, ne? Das ist schon geil. Was gefällt dir an dem GT3 so? Ja, die Fahrperformance. Wie du das Auto bewegen kannst, das Einlenkverhalten von dem Auto, wie der am Gas hängt. Du kriegst natürlich hier bei dem Auto sehr, sehr viel Sportlichkeit für das Geld. Diese schwarzen Kiemen, die der vorne auf dem Kotflügel hat. Ja. Das kommt ja direkt aus dem Rennsport. Ja. Du hast 14% mehr Abtrieb auf der Vorderachse. Das heißt, das Einlenkverhalten ist wesentlich besser nochmal, weil die Luft, die da drüber strömt, über den Vorderreifen, den Vorderwagen so an den Boden presst. Ne? Ja. Das Auto ist extrem haltbar. Ja. Ja, du kannst auch 300, 400, 500 Kilometer Rennstrecke am Tag fahren. Ja. Und dann fährst du abends locker nach Hause. Absolut. Das ist überhaupt kein Problem. Ich sehe absolut Manuel hier drin. Er möchte auch auf die Rennstrecke. Es ist ein Track-Auto, der erfüllt alles. Und vor allem kann er damit auch mal normal durch die Stadt fahren. Bis auf die Theke hinten ist das der normale 911er, in Anführungsstrichen. Und daher gesehen stimmt das Gesamtpaket hier absolut. So, Frankie. Ja. Wir haben hier Kleinigkeiten. Steinschläge, Windschutzscheibe ist okay. Das ist ein Gebrauchtwagen. Der hat auch 12.000 Kilometer. Nichtsdestotrotz muss ich das einkalkulieren, dass das demnächst auf mich mal zukommen könnte.
165.000 Euro möchtest du haben, ja. Richtig? Mhm. Ich brauche jetzt auch nicht anfangen, das Auto schlecht zu reden. Das Auto ist gut. Mhm. Ich will das Auto auch kaufen. Mhm. Aber nicht für 165. Nicht für 165. Ja. Ja, dann sag an. Nee, sag du an. Das ist dein Auto. Wie viel kannst du mir entgegenkommen? Ja gut, das Auto ist 165 wert. 100, ja, definitiv ist es auch. Wert. 165. Klar, ein bisschen was machen wir immer. Ich würde dir das Auto jetzt anbieten für 160.000 Euro. 160? Ja. Das heißt, du kommst mit 5.000 Euro entgegen? Genau. Ich gebe dir 150 für das Auto. Nein. 150? Nein. Ja, dann sag mal was anderes. Du hast jetzt 160 in den Raum geschmissen, ich sag dir 150. Sag mal was. Okay, letzter Preis. Aber dann ist auch Schluss. Der letzte Preis. Letzter Preis, letzter genau. Preis, ja. 157, Ende. Wir machen jetzt 155 glatt. Kein Wort mehr. Ich nehme das Auto mit. Nein. Kein Wort nein, mehr. Pass auf. Ich nehme das Auto mit. Pass nein. Auf. Nein, ich muss hier die Schäden machen. 150? Ich muss das Auto nach Hamburg transportieren. 155. 157. 155. Nein, komm jetzt. Okay, dann komme ich noch 1.000 entgegen. 156. Aber das war's. 156. Aber dann hast du 156. Ja, danke. So. Schönes Auto, gefällt mir. Ja. 156.000 Euro für ein GT3 RS in dem Zustand, dann noch mit der Individualisierung, bei Porsche Individual als PTS, das ist immer unheimlich viel Geld. Die Historie stimmt, der Vorbesitzer war definitiv nicht auf der Rennstrecke damit, finde ich einen super Kurs. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ich bin jetzt gespannt, wofür sich Manuel entscheidet. Porsche oder Ferrari 488. So, Manuel, ich zeig dir jetzt einfach die Autos und du entscheidest dich. Okay. Okay? Das ist einmal der Ferrari 488 GTB, Biturbo, 669 PS, hat erst 7600 Kilometer. Erstzulassung ist September 2016. Mhm. Das ist der Ferrari. Und jetzt habe ich was ganz anderes. Da habe ich noch einen Porsche 991 GT3 RS. 500 PS, okay. Sauger. In einem hervorragenden Zustand, ist jetzt 4 Jahre alt, hat erst 12.500 Kilometer. Du musst dich entscheiden. Ja, da ich immer was Alltagstaugliches suche, aber gleichzeitig auch für die Rennstrecke, geht meine Tendenz definitiv zum Porsche. Porsche? Ja. 670 PS sind schön, aber die 500 Sauger PS sind auch schön. Das ist für die Rennstrecke, glaube ich, definitiv auch geeigneter. Okay, das ist doch ein Argument. Dann haben wir das schon erledigt. Der wird's. Moin Manuel, hallo, grüß dich. Alles fit? Ja, schön, super, dass du da bist. Ich habe was mit. Ja. Ich bin gespannt. Okay. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Genau. Du hast dich ja bewusst für den Porsche entschieden. Ja. Und ich dachte, ich gehe sofort zur Sache, okay, und bringe das Auto hierher. Sollen wir es mal abdecken? Ja. Ich bin echt gespannt, wie du es auch in live findest. Auf den Fotos warst du ja ziemlich war ich schnell schon angetan. So. Uiuiui. GT3 RS in sehr weiß. Gut. Sehr schön. So. Sehr, sehr schön. Findest du cool? Ja, sehr schön. Ich würde mal sagen, Dankeschön. Setz dich mal rein. Ja, vielen Dank. Dann probieren wir es mal aus. Ah. Sehr schön. Schönes Fahrzeug hast du ausgesucht, Hamid. Cool. Ja. Ja, herrlich. Das ist doch richtig schön. Sein Sauger. Was? So sollte er sein. Cool. So sollte er sein. Sehr schön. Job gut gemacht. So. So. Also, bist du dabei? Ich bin dabei. Super. Alles richtig gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche dir viel, viel Glück. Danke. Und pass auf der Strecke. Das werde ich. Ich versuch's. Und wenn was ist, klingelst du durch. Wir sprechen. Bis später. Super. Danke. Ciao. 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 Herrlich. Herrlich. Schönes Auto.